Und diesmal hast du Pötter. Okay. Sehr viel Zeugs, was du verlierst. Ich glaube, die Kerze lernt nicht dazu. Hab dich. Und nun? Okay, ich muss ihn einfach mal umnieten. Miautsch! Ah, du hast mich. Ich konnte meine Pfoten nicht auf alles lassen. Ich kann nicht glauben, dass ich dabei gefangen wurde, aufzusammeln, was ich fallen ließ. Ich bereue das für die restlichen meiner neuen Leben. Oh, danke vielmals. Du hast den Katzendieb gefangen. Dieser Laden wird wieder aufgebaut, unter den Tränen meiner Dankbarkeit. Ich muss dir etwas zurückzahlen, also gebe ich dir eines meiner Gegenstände, die ich auf Lager habe. Wellenmesser, okay. Was für ein Glück, sie haben eine andere Farbe. Ist das euer Ernst? Okay, jetzt sind sie golden. Und das bringt mir was. Ich hoffe, sie sind dadurch jetzt auch wenigstens stärker. Dann akzeptiere ich es sonst nicht. Aber wir müssen trotzdem immer noch den Glücksbringer finden. Für die Frau, die ihr Kind gebären will. War ich hier schon mal? Oh, ich habe ein verstecktes Gebiet gefunden. Ach, sieh an, Wunschbrunnen. Der Wasserfall lässt sich wieder jung fühlen, wenn das Wasser mich berührt. Du solltest es auch ausprobieren. Okay. Ah. Dafür kriegen wir eine Katze, okay. Nette Sache. Aber sonst passiert hier nichts. Das war also wirklich nur für eine Katze. Naja, besser als nichts. Ich würde sagen, ich frage noch mal kurz den Elefanten. Ob er jetzt irgendwas anderes sagt. Kostet ja nur 40 Rios. Die haben wir ja. Scheiße, jetzt habe ich den ersten Teil nicht gesehen. Irgendwas mit Westen. Das Licht springt aus einem Loch heraus. Scheiße. Okay, ich gebe dir nochmal das Geld. Ich war jetzt zu schnell. So, jetzt langsamer. Licht fließt aus dem Westen. Das Licht kommt aus einem Loch im Westen. Es könnte möglicherweise sein, dass sie jetzt die Höhle fertig gegraben haben. So, wo wollte ich jetzt hin? Genau, ich wollte da oben mal gucken, ob wir jetzt fertig mit Graben sind. Weil wenn, dann wäre es schon mal gut. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir jetzt als nächstes hinkommen werden. Aber eigentlich habe ich gedacht, wir kommen wirklich ins Schneegebiet als nächstes. Nee, die sind doch noch nicht fertig mit Graben. Aber irgendwo hier im Westen muss ein Loch sein, das leuchtet. Das Ding kriegen wir auch noch nicht Schrott. Zum Horo-Tempel kommen wir sozusagen dann auch noch nicht. Ich spreche nochmal mit den Leuten hier. Vielleicht ist es doch so einfach. Ah, ich gebe dir, was ich hier gefunden habe. Ich brauche es nicht. Ah, das Kettenrohr, da haben wir's. Damit kannst du dich an speziellen Blöcken dranhängen. Benutze es, um dich vorwärts zu hängen oder abzuhängen. Ich würde sagen, das passt am besten zu Goemon. Sehr schön, da habe ich doch, was ich wollte. Perfekt, jetzt können wir da hinten weiter. Und hier nach oben. Zum Glück kann man sich in dieser Welt recht gut zurechtfinden, weil sie nicht ganz so groß ist.
Okay. Ich lege mich lieber doch nicht mit euch an. So, und rüber da. Sehr schön. Naja, dann schauen wir doch noch rein, was es hier gibt. Eine alte Dame. Das Wasser ist zum Fluss zurückgekehrt. Gott sei Dank. Nimm dies als Zeichen der Dankbarkeit. Okay, wir bekommen nur eine Katze. Okay, das war das einzige Geschenk, was sie hat. Ach Mann. Ich habe mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Und ich krieg nur eine Glückskatze. So. Ich habe ja wieder ein bisschen Geld. Gut, was sind die Ergebnisse? Wenn es um Leute geht, richte ein Buch nicht nach seinem Cover. Wie soll mir das jetzt weiterhelfen? Solche, die groß sind, sind möglicherweise auch schwach, Adamus. Oh, hier ist doch... Oh, warum habe ich die vorher noch nicht gesehen? Eine Glückskatze. Nehmen wir doch gerne mit. Wahrscheinlich, weil ich sonst mit dem Mecker hier durchgelaufen bin und mit denen halt logischerweise auch nicht durchpasse. Ich schwimme mal komplett durch. Aber eigentlich müsste ich das schon gewesen sein, weil ich bin ja hier einmal komplett durchgegangen, wo das Wasser noch weg war. Aber auf einmal ist da eine Katze. Gut, es gibt Energie. Siehst du, ich kann hell sehen. Wunderbar, wir haben wieder ein weiteres Herz. So, wo war hier nochmal der Laden? Na, hier ist er direkt. Ne, du hast auch nur die Dosen. Aber der hat hier ein Loch. Ich glaube, ich verstehe. Nein! Ich glaube, ich verstehe es endlich. Okay, ich habe es gefunden. Ich bin beeindruckt, dass du es in dieses kleine Loch geschafft hast. Lass mich dich dafür belohnen, dass du es bemerkt hast. Wie eine Glückskatze. Toll. Ich finde zwar sehr viele Glückskatzen, aber... trotzdem nicht das, was ich brauche. Okay, ich versuche mal was. Will mal wissen, ob das funktioniert. Ich glaube zwar nicht, aber... schauen wir mal, ob das geht. Alles klar, wir haben es gefunden. Ich hätte die goldene Kunai benutzen müssen. Ah. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um das herauszufinden? Wow. Gut. Endlich kommen wir weiter. Endlich Fortschritt. So. Egal. Den Mecker brauche ich, glaube ich, nicht. Gut, hier ist der Horoschein. So viel schon mal sicher. Ich glaube, ich brauche vielleicht doch den Mecker. Okay, nochmal zurück. Aber zumindest komme ich jetzt schon mal hin. Ist schon mal gut. Oder wir schauen uns erstmal noch ein bisschen hier um. Jetzt, wo ich es kann. Ah, okay, so komme ich da hin. Also sprich, ich muss diesen Horo-Schrein gar nicht erst machen. Und hier ist eine reine Sackgasse. Schade, nichts Brauchbares. Okay. Aber endlich können wir ins verschneite Gebiet. Ich hoffe, Goemon und alle sind warm angezogen, weil es könnte ein bisschen kalt werden. Aber ich glaube, selbst der kälteste Winter ist kein Problem für die Helden.
Okay, ich gehe erstmal zu diesem Brunnen, weil da war ja auch ein Pfeil. Was passiert, wenn ich jetzt hier reinspringe? Ich würde sagen, no risk, no fun. Ich kann nicht mal reinspringen. Ein Kappa! Gurken! Ich habe keine Gurke. Okay, den müssen wir also Gurken bringen. Ein Kappa, ein altes japanisches Fabelwesen. Das eine sehr düstere Hintergrundgeschichte hat. Schneekindstadt. Undankbarer Teich und Eto-Wald. Ich könnte sogar in den Wald. Jetzt endlich mal. Ich könnte mal gucken, ob ich dort noch irgendwas hinkriege. Vielleicht kriege ich eine Abkürzung zustande. Oh, hier ist ein Äffchen. Ich glaube, den kriege ich da so einfach nicht runter. Na gut, lach du nur, Äffchen. Ich hoffe, dir wird das Lachen bald vergehen. Spätestens, wenn wir dir Bananen bringen, falls es sowas hier gibt. Ich meine, wenn wir schon Gurken kriegen können. Aber erstmal will ich gucken. Die Kappas. Alucard, die Kappas. Okay, also diesen Weg kann ich wohl so nicht freilegen. Ich brauche da wahrscheinlich wirklich etwas, das ich möglicherweise hoffentlich in einer Schneestadt kriege. Kann ich hoffentlich diese Bäume bald niederbrennen. Scheiße. Oh ja, hier haben wir schon Schnee. Ein toller Schneemann, den die hier gebaut haben. Das ist die Stadt Schneekind. Was für ein einfallsreicher Name. Ich habe gehört, dass es einen harten Bodybuilder in dieser Stadt gibt. Ich habe trotzdem keine Bodybuilder gesehen. Okay, mal gucken, ob wir ihn finden. Vielleicht ist das besagter großer Mann, der schwach ist. Damals gab es hier nicht mal annähernd Schnee. Okay. Ja genau, Alucard, du sagst es. Ich könnte meinen Mecker nochmal wiederholen. Ich glaube, das mache ich später. Erstmal versuche ich es noch ohne. Also falls ich ihn wieder brauchen sollte, weiß ich, wo ich ihn kriege. Okay, bist du der Bodybuilder? Hör, wer könntest du sein? Tut mir leid, aber ich habe gerade meine Hände voll. Er hat gar kein Gesicht. Ah, es verfolgt mich. Was? Oh, ist mein Gesicht, oder? Ich trage eine Gesichtsmaske. Ich glaube trotzdem, dass irgendetwas fehlt. Lass mich raten, Gurken. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Gurken finde. Die meisten der Mädchen in dieser Stadt sind so verdammt heiß, gar. Ja, dann schnapp dir doch eine. Ist es wahr, dass die heißen Quellen in einem schneebedeckten Berg liegen sollen? Wenn ja, dann könnte es vielleicht ein bisschen kalt sein, wobei der Schnee schmilzt ja eigentlich in der heißen Quelle. Wenn nur diese Felsen nicht hier wären. Felsen? Weiche Haut ist so wichtig. Wenn die Frucht der Haut beschädigt wird, kannst du sie nicht kaufen. Oder so ähnlich. Pass bloß auf, dass du nicht auf den Schnee rausrutscht. Ich gebe mir Mühe. Ich meine, Ninjas haben damit, denke ich mal, keine großen Probleme. Ich speichere jetzt, wo ich in die Schneestadt gekommen bin. Schlecht ist es nicht. Mehr brauche ich nicht. Vielen Dank. So weit, so gut. Ist das ein Laden? Ja, das
Ich habe nicht viel Geld. Ich habe ja alles verbraten für die vielen Weissagungen. Ich glaube, dieser junge, fett aussehende Typ dort drüben hat einmal einen Bodysuit getragen. Der hier? Hey da! Ich bin der... die Nummer 1 der Bodybuilder in dieser Stadt. Du bist also dieser Bodybuilder? Was finden wir hier? Auch hier eine Frau, die uns... eine Glückskatze gibt. Oh, es ist so kalt! Würdest du gerne diese Lady aufwärmen? Wenn sich's lohnt, mit Vergnügen. Ich hab bloß Scherze gemacht. Aber es ist der Gedanke, der zählt. Hier ist eine kleine Belohnung für dich. Und wir bekommen wieder eine Glückskatze. Noch eine weitere und dann haben wir wieder mehr Energie. Okay. Ah, und hier ist die... dieses Gebäude. Ich habe das Gefühl, dass ein Nest unter dem Boden ist. Oh, vielleicht bilde ich mir nur Dinge ein. Ich habe das Mama nur immer sagen hören. Ich glaube, du bildest ja nichts ein, weil das Loch ist ein bisschen auffällig. Naja, was heißt auffällig? Aber sehen wir uns gleich an. Aber erstmal will ich wissen, was wir hier oben noch haben. Außer Schnee. Okay, da wäre sogar ein Weg. Es ist überall Schnee aufgestaut. Aber ich hab's noch nie schneien sehen. Vielleicht schneit es mitten in der Nacht. Wäre ein bisschen blöd, dann würde man ja gar nichts davon mitkriegen. Aber ich denke mal, dass der Schneefall auf diesem Gebiet, sag ich mal, schon hinter sich hat. Und es hier einfach so kalt ist, dass es einfach nicht wegschmelzen kann. Das wäre eine Erklärung. Aber hier sieht es irgendwie so aus, als finden wir hier nichts Brauchbares. Nö, hier ist absolut nichts. Okay. So viel dazu. Den ganzen Weg zurückgehen. Warum baut man hier so eine reine Sackgasse hin? So ohne Sinn und Verstand. Einfach mal auf so einen großen Berg. Ich würde hier auch gerne irgendwie wieder runter wollen. Genau. So, und dann benutzen wir mal Ebi Sumarus Fähigkeit. Verwandle dich in winziger Ebi. Oh, okay. Du bist auch ziemlich winzig. Moment, ich komme auf deine Größe. Und dann kann ich nicht mit dir reden. Okay. Mein Traum ist es, ein... ein unsichtbarer Bodybuilder zu werden. Ich war gerade am überlegen, heißt es jetzt unsichtbar oder unbesiegbar? Jemand nennt mich den kleinen John. Was hast du mit mir zu tun? Ich hätte gerne ein Autogramm. Ich bin gerade beschäftigt, vielleicht später. Okay, dann kriegen wir kein Autogramm. Dann will ich eben, dass du den Felsen bewegst. Ich werde es machen, wenn du mir 100 Rios gibst. Okay, also gebe ich ihm mein ganzes Geld, was ich noch habe. Bitteschön. Okay, ich werde es machen. Dann lass uns beeilen, wo er ist. Okay, wir sind direkt beim Felsen. Oh, diesen Felsen hier? Ach, das ist gar nichts. Überlass es mir. Na klar. Das sollte es gewesen sein. In Ordnung, bis später dann. Das ist ein extremer Bodybuilder. Das ist quasi schon fast eine Ameise in Menschenform. Schon irgendwie leicht übertrieben. Aber gut, der Felsen ist weg. Ich weiß zwar nicht, wie ich jetzt direkt auf diese Seite gekommen bin. Vor allem, weil diese Person mich einfach nicht da durchlässt. Jetzt geht's. Okay, da hätte ich einfach nur hier hochgehen müssen. Ich wollte zumindest diesen Weg noch einmal sehen. Na wunderbar, wir können jetzt auf den Berg. Jetzt geht's los. Weg mit euch, ja.
Und der Max ist wieder da. Willkommen zurück. Ja, allzu viel hast du eh nicht verpasst, Max. Ich habe wirklich lange suchen müssen und muss jetzt auch entsprechend in einer Lösung gucken, wo ich tatsächlich hin muss. Es war ein bisschen beschissen, da drauf zu kommen. Ich konnte die Statue tatsächlich zerstören, die mir den Weg zum Schrein verwehrte. Und zwar indem ich einfach Sasukes goldene Kunais verwendet habe. Ja, und dadurch bin ich dann jetzt entsprechend hier gelandet und eine kleine Figur hat mir quasi den Weg frei gemacht, wo ich sonst hier hätte nicht hinkommen können, weil ein Felsen da im Weg lag. Sah auf jeden Fall sehr amüsant aus. Okay, wir sind im nächsten Dungeon. Ich habe gerade ein paar Gegner auf dem Gewissen. Ich hasse Eispaläste. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich so einen Eispalast sehe, dann muss ich immer an andere Spiele denken. Es war auf jeden Fall nicht sehr ersichtlich, diese Statue zerstören zu können. Gut, wir haben auf jeden Fall den Elefanten schon mal für dieses Gebiet. Sieht jetzt aber auch nicht sehr groß aus, aber hier kann ich rein. Okay. Ach du Scheiße, das ist... Okay, das ist in mehrere Teile aufgeteilt. Das wird ein sehr anstrengender Dungeon. Erinnert mich fast an den Todesberg, beziehungsweise an den Schildkrötenfelsen aus Zelda A Link to the Past. Was ganz ja auch ähnlich aufgebaut war. Nur, dass es hier halt eisig ist. Ey, wieso, Maru, du sollst die Leiter hochklettern? Und nicht runterfallen. Ist das dein Ernst?